Hallo lieber Aussteiger, was arbeitet ihr überhaupt, wenn ihr nach Zypern kommt? Das ist eine Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen. Und ich habe mich für euch mal umgehört. In der Zypern-Community hier im deutschsprachigen Raum oder bei den deutschsprachigen Auswanderern, wie machen das eigentlich andere? Ne, von uns wisst ihr das vielleicht, Marc und ich. Wir haben uns selbstständig gemacht. Wir sind im Online-Business tätig. Das heißt, wir können arbeiten von wo aus wir wollen. Das macht es natürlich erheblich einfacher, auszuwandern. Ja, da spielt vielleicht maximal das Ummelden der Firma eine Rolle und die Zeitverschiebung, um dann tatsächlich auch online arbeiten zu können und seine Kunden und sein Business einfach fast nahtlos weiterführen zu können, wenn man ausgewandert ist. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Modelle, die man nutzen kann, um für sich das Auswandern möglich zu machen. Und das möchte ich euch heute mal mitgeben. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar interessante Lifehacks und Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Eins davon ist natürlich dieses Thema Online-Business. Aber was macht man denn jetzt, wenn man noch kein Online-Business hat? Na, also wenn man vorher noch angestellt ist. Und das finde ich super spannend. Das wurde mir hier tatsächlich erzählt, dass es einige gab, jetzt auch im letzten Jahr 2021, die gesagt haben, ach weißt du was, Angestelltenjob mache ich nicht mehr. Ich habe vielleicht schon länger eine Idee, wie ich mich auch mit einem Online-Business selbstständig machen kann. Und das probiere ich jetzt aus. Dafür muss ich aber gar nicht mehr in Deutschland, Österreich sein, sondern kann auch da sein, wo es mir besser geht oder wo ich mich wohler fühle oder was ich sowieso schon immer schon mal machen wollte. Zum Beispiel auf Zypern. Ja, und das heißt, die haben ihren Angestelltenjob gekündigt, hatten dann ja auch gar nicht so das Problem mit Ummelden vom Unternehmen, irgendwelche steuerlichen Themen oder so, diese Wegzugsbesteuerung fällt ja alles gar nicht ins Gewicht. Na, die haben sich also quasi ausgerechnet, wie viel Geld brauche ich denn, um Monate X, also zum Beispiel 6 Monate erstmal von diesem Ersparten leben zu können, auf Zypern und haben sich das Geld genommen, sind hierher gekommen und haben dann hier auf Zypern ihr Online-Business gestartet, also gleich das Unternehmen hier angemeldet, gleich hier die Konzepte geschrieben, von mir aus die Homepage aufgebaut, Kunden akquiriert und dann damit entsprechend angesetzt, ihren Lebensunterhalt hier zu verdienen, gleich mit einer neuen Geschäftsidee. Ne? Das finde ich super spannend, finde ich auch sehr mutig, muss ich sagen. Ich meine, Marc und ich, wir haben das ja so gemacht, ich habe damals gekündigt und habe dann, während Marc ja noch gearbeitet hat, mein Online-Business in Deutschland aufgebaut, um erstmal so dieses Proof of Concept zu haben, okay, das funktioniert, okay, das ist etwas, womit wir helfen können, was also auch entsprechend gekauft wird und wo wir entsprechend auch unseren Lebensunterhalt mit bestreiten können und sind dann ausgewandert, haben dann gesehen, okay, funktioniert, wunderbar, können wir machen. Ne? Und ich finde diese andere Variante aber gut und möglich, ne? Warum nicht? Also einfach umsetzen, machen und mit vollem Commitment da reingehen und dann hier das neue Business gründen. So, anderes Konzept ist natürlich, wenn man schon ein Unternehmen hat, dann hierher zu kommen. Das ist tatsächlich ein kleines bisschen aufwendiger, muss ich sagen. Also erfordert zwar auch Mut, aber wir haben natürlich jetzt zumindest in Deutschland das Thema der Wegzugsbesteuerung. Das fällt bei vielen auch ins Gewicht. Was da natürlich wichtig ist, so drüber nachzudenken, bin ich da alleine in dem Business? Also bin ich selbstständig und bin da alleiniger Herr meiner Sachen? Oder habe ich vielleicht auch noch Investoren mit im Boot? Ja, das ist jetzt auch gar nicht so ein Punkt gewesen, den wir auf dem Schirm hatten, weil wir keine Investoren haben bei unserem Business. Aber es gibt natürlich diese Konstellationen, ne? Und vor allem Startups werden ja vielleicht hoch bewertet, aber da ist ja de facto noch gar kein Geld da. Und trotzdem muss man ja aber diese Wegzugsbesteuerung bezahlen. Also ich will da jetzt nicht drüber diskutieren, ob richtig oder falsch oder wie ich das finde, sondern ist einfach Fakt. Ne? So, und dann ist das für viele tatsächlich gar nicht so relevant mehr, weil das so viel kostet, das Unternehmen umzuziehen. Was dann aber manche machen, ist einfach eine zweite Dependance zu gründen. Ob das dann steuerlich immer noch sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ermöglicht ja vielleicht dann auch in einem anderen Land zu arbeiten, ne? Oder eine Art Homeoffice in einem anderen Land einzurichten, geht auch, ja, dass man also mit mehreren Firmen arbeitet. Wie relevant das dann für den Einzelnen ist, ist sicherlich auch so ein bisschen individuell, aber das haben tatsächlich auch ein paar gemacht, dass sie sich also gar nicht komplett abgemeldet haben, so wie wir das zum Beispiel gemacht haben, sondern immer noch so einen deutschen Standort haben, eine deutsche Firma und haben zusätzlich auch eine zyprische. So, weitere Option, allerdings nur möglich für Menschen mit Kindern, also mit Familien in der Elternzeit auszuwandern oder zumindest mal das Auswandererleben auszuprobieren, so eine sogenannte auch Workation zu machen.
habe ich tatsächlich ein paar auch gar nicht nur nach Zypern, auch im Bekanntenkreis, die auch in andere Länder gegangen sind und gesagt haben, so, ich habe jetzt noch Monate X an Elternzeit. Wir haben so die Zeit zusammen, haben vielleicht auch schon ein Online-Business, mit dem wir arbeiten und probieren es einfach mal aus, im Ausland zu leben. Das finde ich gar nicht so verkehrt, ne? Wenn man das noch nie gemacht hat und gar nicht so all in gehen will sofort, sondern erstmal für sich sagen will, okay, ich nutze einfach diese Zeit, um dieses Leben mal für mich auszuprobieren oder auch, um mein Online-Business aufzubauen. Also auch hier so ähnlich wie Punkt 1, ne? Also statt direkt aus dem Angestelltenverhältnis komplett volles Commitment, ich mache jetzt hier mein Business in einem anderen Land auf und baue dann mein Business auf, sondern zu sagen, ah, ich probiere das mal in meiner Elternzeit aus, ich bin ja noch im Angestelltenverhältnis, vielleicht auch erstmal nebenberuflich, gründe ich jetzt aber direkt in dem Land, wo ich hin will. Und das finde ich auch eine ganz gute Variante, ist sicherlich auch einzelfallabhängig, aber das sind so die drei Optionen, die hier am meisten umgesetzt werden, was ich jetzt gehört habe. Vielleicht gibt es auch noch mehr, also wenn du noch was anderes oder wenn du vielleicht auch ein eigenes Konzept hast, schreib es gerne in die Kommentare. Finde ich immer super spannend. Das Einzige, von dem ich gehört habe, dass das nicht so gut funktioniert, ist, wenn man hier als Angestellter arbeiten will. Also vielleicht in der Hotellerie, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Wobei, als deutscher Mitarbeiter könnte ich mir vorstellen, dass das Gehalt nicht den Vorstellungen entspricht, was man erwartet. Na, vielleicht im Managementbereich, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Ne? Also alles, was man so eigene Cafés aufmachen, Restaurants aufmachen, irgendwie mit Locals zusammenarbeiten oder so. Also da ist so das Feedback, dass das eher weniger funktioniert. Ja, vielleicht gibt es da die ein oder andere Geschäftsidee, die hier noch gebraucht wird oder die auch sinnvoll ist und wo man auch genug Nachfrage hat. Aber in den meisten Fällen hat sich herausgestellt, dass die meisten eher online unterwegs sind und hier am ehesten als Coaches, für irgendeinen Bereich, also entweder Business Coaches oder auch Health Coaches, sowas in die Richtung, Unternehmensberater, die, und das muss man ja sagen, durch Corona jetzt gelernt haben, also auch die Kunden gelernt haben, man muss gar nicht immer vor Ort sein, sondern das geht auch viel digital und funktioniert dann genauso gut oder sogar noch besser. Ja, das finde ich super spannend. Also vieles, was auch vorher immer mit persönlichem Kundenkontakt beim Kunden vor Ort war, funktioniert jetzt viel auch online und das bietet natürlich absolut die Möglichkeit, auch mal woanders zu arbeiten. Ne, also das machen hier viele. Manche sind auch in diesem Finanzsektor tätig, so Trader und so. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus, aber ich habe eben mitbekommen, dass das auch viele machen. Und manche haben eben auch ein E-Commerce-Business beispielsweise, ne? Also ein Vertrieb, Handel mit Online-Produkten oder so Dropship oder irgendwie sowas in diese Richtung. Das kann man natürlich auch von überall aus machen. Es gibt ein paar Herausforderungen mit Amazon, ein paar Sachen, die wir auch schon erlebt haben. Aber natürlich sind das so die meisten Sachen, die hier umgesetzt werden. Das heißt, wenn du drüber nachdenkst, ich möchte gerne auswandern, was mache ich denn dann, um Geld zu verdienen? Das sind so die Sachen, die wir hier am ehesten mitbekommen haben. Bin gespannt, was du machst. Bis nächstes Mal. Macht's gut.